35. Sich noch weiterentwickeln will, das heißt, die Ballwechsel ein bisschen weiter vorne gestalten möchte. Näher an die Grundlinie ran, um solche Schläge zu produzieren. Das ist eine, die sehr gut verteidigt. Die kann schon Gas geben. Relativ klein mit. Azarenka ungewöhnlich weit hinten. Während Azarenka hier auf dem Center Court unterwegs war. Es war deutlichst zu hören. 15-0. Und sie sagt, das ist auch irgendwie mein Job. Ja, das ist ihre Glückskette, die sie in dieser Saison trägt. Übrigens, Azarenka war dem sie also Medaillen geholt hatte. Und da war ein unfassbares Spektakel in ihrer Heimat, in Minsk, von den Fans her. Das ist schon bravourös. Also das ist ja so leicht gesagt. Klar, die Favoritin führt, aber die spielt gegen. Nächster Fehler. Drei Fehler in Folge. Spiel wird wieder nicht leicht, trotz 0:40, weil die wird er jetzt nicht antreiben. Ein bisschen mehr auf Kick zu gehen, Varianten zu haben im zweiten. Auch der war gut, ganz typischer. So, hier scheint es sehr zügig Richtung Satzende zu gehen. 6-4, 7-6, das Ergebnis 9-7 im Tiebreak für Bego. Die spielt jetzt gegen Matic Sands. Überraschendes Viertelfinale bei diesem Turnier. Gut. Aus ihrer Sicht der beste Ballwechsel. Azarenka steht aufgefrischt. Ist schon ihr Ding. Aber vor allen Dingen ist sie die derzeit beste Tennisspielerin der Welt. Irritiert aber schon noch ab und an.
Ja, das war eigentlich super gespielt von Halep. Aber wer den Punkt macht, das sehen Sie ja. Das will. Ui, wo kommt der eigentlich her? Wie gesagt, Match. Es sei denn, man heißt Niculescu. Die spielt den gerne auch mal so aus einer normalen Rallye raus. Die Dame, die gestern gegen Ivanovic verlor. Das ist zu gut. Spiel Azarenka. Gute Variante. Auch an dem Slice hat sie gearbeitet. Bravo. Was sich wirklich mal lohnt aus der Perspektive jetzt, wenn Sie mal müssen. Das ist dann Spiel zu dominant. Azarenka schon wieder vorn. Der Konter, da war sie mal mit richtiger Körperspiel. Eine ganz andere Vika Azarenka. Das ist gut. Und der eben nichts. So, hier auf der Uhr stehen 53 Minuten, die es gedauert hat. Schnelldurchgang.
Keine Chance für Halep, die also noch im Doppelwettbewerb drin ist, die aber hier und heute an einer klar besseren scheiterte. Die Nummer 1 des Turniers steht ungefährdet in der Runde der letzten 8, wartet auf Martic oder Meier.